dann über Konservative lustig machen und sie mit sarkastischem Applaus belästigen, Drohnen hacken. Sarkastischen Applaus belästigen. Leute, liken, abonnieren und checkt meinen Partner Just Legends aus. Und jetzt geht's los mit der Reaktion. Juhu! Hart, aber halbtrocken. Let's play nicht Watch Dogs Legion. Ich muss sagen, Watch Dogs habe ich damals den ersten Teil gespielt. Der war ja so lala. Geht ganz mehrere Teile? Safe, oder? Geht von jedem Spiel über 20 Teile mittlerweile. Wir gucken mal ganz kurz rein. Herzlich willkommen zu Let's Play nicht Let's Play, aber trotzdem spielen. Ein Satireformat, welches es lange nicht mehr gab und jetzt wieder auf der Watch Dogs Legion war eine 60-Euro-Verschwendung. Warum ist das Spiel so schlecht? Bildfläche erscheint, um wie üblich Videospiele, soziale Themen und gesellschaftliche Ereignisse zu verspotten, was übrigens gegen kein geltendes Gesetz in Deutschland verstößt. Also wirklich nicht. Oh, heute mit Watch Dogs Legion. Dieses Video ist für Zuschauer mit kognitiven Verzerrungen und verblendeter Gesellschaftsideologie nicht geeignet. Bei Risiken sprechen Sie bitte mit Ihren Psychologen und oder Psychotherapeuten, um zu erfahren, dass niemand für Ihre Gefühle verantwortlich ist, außer Sie selbst. Dieses Video wird euch präsentiert von Sub, der ersten Buchstabensuppe ohne E. Jetzt neu. Hä? Ist es Spaß gerade? Ich kapiere den Joke nicht. Warum ohne E? Buchstaben. Buchstabe. Ganz ohne E, weil Rassismus. Hä? Ich kapier's nicht. Warum? Kannst du mir einer erklären? Was hat E mit Rassismus zu tun? Ich bin lost. Ich kapier's nicht. Einfach nur ein Joke. Ohne E, weil Buchstabensub. Humor. Nein, ich kapier's nicht. Jetzt auch mit S und Gendersternchen. Wegen Sub? Was ist denn Sub? Watch Dogs Legion ist ein völlig neuartiges, noch nie dagewesenes und von Millionen von Cyberpunk-Fans erwartetes Open-World-Spiel, das seit 2012 von dem isländischen Hackerman starke Grafik mit der Spiegelung Björn Lars Martinsson entwickelt wurde. Watch Dogs Legion gilt dabei als vierter Teil der Reihe und direkter Nachfolger von Watch Dogs Religion. Der ganze Klimbim spielt in einem augmentierten London der nahen Zukunft. Augmentierte statt virtuelle Realität, weil sich diese VR-Brillen einfach nicht verkaufen. Ich habe mir eine VR-Brille gekauft und bin damit gegen die Wand gelaufen. Das hast du doch für Gaming, oder? Zuerst spielen wir einen weißen Cis-Mann namens Agent Tutorial, der als leidenschaftlicher IT-Spezialist ins britische Parlament geschickt wird, um dort einen Kabelsalat zu beheben. Obwohl er sieht echt wirklich reich und privilegiert aus. Dabei erfahren wir, dass Agent Tutorial in Wahrheit für die im Netz bekannte radikal-feministische Social-Justice-Organisation The Flaming Pussy Club arbeitet. Nachdem Agent Tutorial sich um den Kabelsalat gekümmert hat, muss er aufs Dach des Gebäudes, um die Antenne zu reparieren, weil die konservativen Boomerologen im Parlament sonst kein Fernsehen mehr sehen können, als plötzlich ein arschgroßes Hologramm eines unbekannten Cis-Lords erscheint und Agent Tutorial darum bittet, auf die dunkle Seite der Macht zu kommen, weil alles andere hochgradig rassistisch wäre. Kann es sein, dass er Scheiße labert? Jetzt check ich es erst. Ach so, das wird. Okay. Agent Tutorial weigert sich jedoch, der Aufforderung Folge zu leisten, und der Cis-Lord sagt dann noch so etwas wie: Möge die Nacht in dir sein? Und dann noch sowas wie: The Force is female, bevor der weiße Cis-Mann dann endlich erschossen wird. Nach diesem. Gibt es wirklich? The Force is. Gibt es solche Shirts wirklich? Wenn ja, warum? Female, bevor der weiße Cis-Mann dann endlich erschossen wird. Nein, das Spiel ist genauso. Safe. Wirklich erschossen? Erschossen wird. Nach diesem Abschnitt ist die Story auch schon vorbei, aber das Spiel noch nicht. Nun müssen wir den Widerstand neu aufbauen und rekrutieren dabei beliebige Leute aus dem Volk, um daraus buchstäblich eine Leutepolizei zu erschaffen, die dann als AgentInnen und außen für Unruhe und Shitposts im Netz sorgen sollen. Hierbei ist dringend zu beachten, dass bei der Auswahl deiner Agenten die Fähigkeiten nicht so entscheidend sind wie vergleichsweise das Geschlecht und die geografische Herkunft deiner Social Justice Warrior. Sind zu viele weiße Männer in deinem Team, werden diese erschossen und du musst von vorne anfangen. Anschließend musst du die Machenschaften der bösen Konzerne und ihre manipulativen Methoden, die das Volk gefügig machen sollen, aufdecken. Was sich als äußerst schwierig erweist, weil viele der bösen Konzerne ihren Sitz nicht in London, sondern in Brüssel und Berlin haben. In der South Park-Folge wäre das so, dass in 50 Jahren Videospiele so aussehen. So alles unglaublich gendergerecht. Scheiße, Mann. Als Agent Gandhi oder wen auch immer muss man sich dann über Konservative lustig machen und sie mit sarkastischem Applaus belästigen. Drohnen hacken. Sarkastischen Applaus belässt. Du bist konservativ. Super, du willst alte Werte.
erhalten. Super! Du leistest einen tollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Kameras hacken? Server hacken? Oder Leuten das Gesicht hacken, ohne dabei selbst das Gesicht zerhackt zu bekommen? Da wir gerade beim Thema Hacken sind, möchte ich euch meinen heutigen Sponsor für dieses Video vorstellen. HauUpVPN. Mit HauUpVPN schützt du dich und all deine Geräte vor unerwünschten Hacking-Angriffen. Mit dem Code HART aber sinnlos bekommst du ganze 2% Rabatt auf den ersten Monat und bist danach automatisch in einem überteuerten Jahrestarif weiterhin geschützt. HauUpVPN. Wir bekommen all deine Verbindungsdaten und geben sie garantiert nicht weiter. Kommen wir aber wieder zurück zu Watch Dogs Legion, wo du dich zwischen unterschiedlichen Personen entscheiden kannst, mit welcher Spielfigur du die Gesellschaft politisch korrigieren willst, ohne dabei einen Hauptcharakter zu haben, der dich durch eine spannende Geschichte führt. Dennoch freuen wir uns sehr auf den kommenden Davon war es eigentlich lachen, ich kapiere es gerade echt nicht. Also ich kapiere schon, aber es ist halt eigentlich schon voll hart so. Also gestern ein paar, die würden sagen, das ist nicht lustig. Was darf man nicht lachen? DLC Life is Hacking, in dem noch mehr Hacking mittels Magie stattfinden wird. Life is Hacking, ach du Kacke. Die Pros. Man kann in diesem Spiel einfach alles hacken. Sogar den nervigen Linksverkehr, wenn er dir so links ist. Dann fährt das eigene Auto zwar ständig rückwärts, aber nach einer Weile und etwas Übung hat man sich daran gewöhnt. Da es in Watch Dogs Legion keine Polizisten gibt, kann es auch zu keiner Polizeigewalt kommen. Stattdessen kannst du selbst gewalttätig werden, ohne ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen. Weil das Spiel selbst großen Wert auf Gleichstellung legt, hast du auch immer mehr Frauen als Männer in deinem Team. Genauso gehört sich das auch und wenn du es kritisierst, dann bist du ein Sexist. Okay, kapiert. Jeder deiner Agenten wird von der hauseigenen KI namens Deptrap begleitet, die dich stets mit angemessenen Kommentaren bei allen Missionen unterstützt. Meinst du, der SARS guckt damit manchmal Leuten beim Vögeln zu? Hör auf zu jammern. Es gibt einen Haufen Fische im Meer und wir haben das größte Salzwasser-Aquam. Dankeschön an Schatz. Feluxus irgendwie so. Aquarium in der Stadt. Wenigstens einer unserer Fische sollte doch fickbar sein. Du bist an der Westminster Abbey, der letzten Ruhestätte des bekannten Cousinenfickers König Edward I. Die Kontras. Im Nahkampf-Tutorial muss man eine Frau verdreschen. Macht man dies jedoch mit einem männlichen Charakter, hat das nichts mehr mit Gleichstellung zu tun und der Agent muss dann, als offensichtliches Mitglied des männlichen Patriarchs, das Team sofort verlassen und den Rest seiner Existenz mit Shitposts rechnen. In der Spielewelt gibt es zwar keine Polizei, dafür aber faschistische Sicherheitskräfte, die vor nichts zurückschrecken. Macht also erstmal keinen Unterschied. Wenn man aber als alte Dame dunkle Hautfarbe von einer Gruppe halbstarker... Das fand ich aber echt manchmal in der Schule immer voll nervig. Ich wurde immer zusammengemöbelt. Aber Mädchen schlagt man nicht. Ich war mal so, ja, aber mein Körperbau ist auch nicht so viel kräftiger als die von Mädchen. Also warum darf man mich dann zusammenhauen? Das war mal schon irgendwie unfair. Also zusammenhauen, ihr wisst, was ich meine. So wenn die neuen Klässler halt gerauft haben mit einem. Das war ein bisschen... Wenn Weißer angegriffen wird und sich zur Wehr setzt, greifen die Sicherheitskräfte die Dame dunkler Hautfarbe an, anstatt die weißen Kriminellen zu verhaften. Außerdem, das Spiel hat keinen Hauptcharakter. Jedoch wird am Ende verraten, dass die Roboterspinne der Hauptcharakter ist, weil man mit ihr von allen am längsten gespielt hat. Ein Plot-Twist, den man allerdings verkraften muss, da eine Roboterspinne ja nun mal non-binär ist und das sollte ja klar gehen, sonst canceln wir dich! Der Anführer der faschistischen Ordnungshüter wird von Gronkh gesprochen, was tatsächlich für niemanden ein Geschenk ist, wie man hier sehen kann. Ja, Hallöchen, Popöchen, hier ist euer Erik, ich spiele in diesem Spiel mit und wenn ihr das auch spielen wollt, dann kauft es doch einfach bei Epic Games und benutzt auf jeden Fall meinen Creators Code, weil dann habe ich auch was davon. Und wenn ihr schon mal dabei seid, dann guckt doch gleich mal in meinen Shop rein, da gibt's neuen Merch. Aus diesen Gründen bekommt Watch Dogs Legion 1 von 3 Punkten und wir sagen Let's Play nicht dieses Spiel. Ende. Sag bloß, das Spiel ist auch wieder übelst verbuggt, wie alle Open-World-Spiele zurzeit. Aber safe, manche checken den Joke nicht, oder? Und sind voll so, hä, was glaubst du für eine Scheiße? Macht ja gar keinen Sinn. Hä? Was, Placements von Subreal? Na, ich check's wirklich nicht. Was ist was mit Sub gemeint? Was heißt das Wort? Ich google mal schnell. Oh, darf ich nicht googeln, weil sonst ich verhaftet werde. Ist eine Arzneiform, die zur rektalen oder vaginalen Gabe von Medikamenten verwendet wird. Was? Es hat typischerweise die Form von einem vorne zugespitzten Torpedos, der das Einführen in enge Körperöffnungen erleichtert. After oder vaginal. Das wird es nicht sein, ne? Ich habe was Falsches gegoogelt. Sub ist der Familienname von folgender Person. Barbara Sub. Nee, das wird es auch nicht sein. Sub Weingut. Sub, ich kapiere es nicht. Sub ohne E ist... Ja, aber warum, was hat es mit Rassismus? Ist einfach nur Spaß, oder was? Hat keine höhere Logik.
hat keine Metaebene. Ist einfach nur Spaß, oder? Oder wie? Aber das steht da, Leute. Sub. Also das muss man ihm auch sagen, was er da macht hier. Sub. Das ist eine Arzneiform, die man sich vaginal oder rektal einführt. Das steht da, mein Gott. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Das war schwierig von ihm. Schreibt gleich in die Kommentare rein. Einfach nur dummer Humor. Okay, er hat keine Metaebene. Okay. Das schon, dass Sub irgendwie irgendwas ist, was ich nicht kenne. Irgendwie wieder englisches Wort für das und das und das ist dann für das und das und das ist ein Sinnbild, was Rassisten früher da und da gemacht haben oder irgendwas, irgendeine Metaebene noch. Aber einfach kein Sinn. Kein Sinn. Einfach nur Bullshit so. E ist weg wegen Rassismus. Einfach so. Das war fake, alles von Zier ausgedacht. Einige der Sachen sind schon so ein bisschen ernst gemeint, aber eben überspitzt. Das ist halt also nicht, ich weiß nicht, vielleicht Augenzwinkern ernst gemeint, aber es war ja vollkommen übertrieben alles. Also, ich find's lustig. Ich hoffe, ich darf drüber lachen und werde nicht gecancelt wegen dem Scheiß. Ein Zäpfchen. Ja. Das ist Diskriminierung von I. Ja, ist echt so. Lol, schreib's mal in die Kommentare. Kann ich machen. Ich hab gerade nach Sub gegoogelt und Folgendes gefunden. 0635 wegen 035 mega lost nach Sub gegoogelt. Ist das gesund? Dankeschön. Für 5 Euro, aber Alter, es ist ein... Ich muss ihn laut ändern, der ist ja übel. Ja, ich poste das, ich kommentiere das schnell hier mal. Das kam geil. Jumpscare. Was war das denn gerade, Alter? Zeus Blick gerade so, scheiße, Dämon in meinem Schrank, es hat sich befreit. Das ist echt krass. Dommi. Ah! Weil die Geräusche, wie kann man sich das Soundeffekt aus dem Mund rausmachen? Ich check das gar nicht.